In der letzten Folge haben wir Bomb-VM bekommen. Er kann Waffen. Und wie kann Markant mittlerweile mit Waffen? Noch nicht besser, deswegen, ja, er war immer drüben, werden wir einen Engi rüberschicken. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Faster Than Light. Oh, zurück zu den Stationen, das war so nicht geplant. Verfehlt. Gut, dann werden wir dich hier stationieren. Wir gehen mal einen Schritt weiter. Ansonsten, wir müssen mal bei Zeiten die Gedankenkontrolle verbessern. Das ist ja unsere einzige Waffe gerade. Die aber drohen hat zu tun. Aber erstmal hauen wir ab. Sehr nah an einem Stern. Also gibt es Feuer. Oder wir gehen einfach zum Notfall. Oder? Zu einem möglichen Schiff. Aber ich will so schnell wie möglich in den Nebel. Dann gehen wir so und vielleicht noch so wieder raus. Der Notfall kann ja auch Bergungsgüter bringen, nicht nur so ein Schiff. Du hast die Quelle des Notsignals gefunden, eine kleine Forschungsstation. Offenbar ist ein Feuer in einem Labor außer Kontrolle geraten und droht jetzt die ganze Station zu zerstören. Das Feuerlöschsystem scheint ausgefallen zu sein. Leider haben wir kein Fehles. Können wir eigentlich unser Feuerlöschsystem, wenn wir eins hätten, irgendwie da einsetzen? Müssten wir halt irgendwie einen Schlauch rüberschicken. Ich werde meine Crew nicht losschicken, wir werden wieder andocken, nehmen vielleicht Höhlenschaden in Kauf, aber ich will auf keinen Fall jemanden verlieren. Deswegen bloß andocken, aber ich will nicht nur verschwinden. Also andocken und versuchen, Überlebende zu retten. 4er Höhlenschaden, aber auch 14 Schrott. Du suchst dir die höchste Konzentration an Biosignalen und manövrierst das Schiff neben die Station. Bevor du aber Überlebende aufnehmen kannst, wird die Station von einer Explosion in Stücke gerissen. Dein Schiff wird fortgeschleudert und Trümmer durchschlagen die Hülle. Du musst hilflos mit ansehen, wie die letzten Überlebenden zwischen den Wrackteilen verschwinden. Klingt wieder schlimm und wir haben keinen Sauerstoff mehr. Das machst du mal. Alleine. Du wirst im Waffensystem die Erfahrung noch gebrauchen können. Deswegen machst du das alleine, bekommst die meisten Erfahrungspunkte. Würden die sich das teilen, schätze ich mal, würden die sich auch die Erfahrungspunkte teilen. Ich weiß es nicht, aber ich gehe mal davon aus. Oh. Ein Ionenstrom, naja, wir könnten ja vorher noch mal etwas Strom tanken. Oder wir lassen das Ding aus. Ich geh erstmal rein. Ah, schade, bloß Eindringlinge, also Erfahrungspunkt. Es wird keinen Kampf geben mit Bergungsgütern. Scheinbar gibt es in der Nähe eine ganze Reihe kleiner Stationen. Bevor du Zeit hast, sie zu scannen, mit welchen Sensoren, dann ertönt eine Warnung. Auf einer der Stationen wurde ein Rebellenteleporter benutzt, du wurdest geentert. Sollen es doch probieren, Gedankenkontrolle wird angegriffen. Wir entziehen jetzt nicht Sauerstoff, wir haben ja genügend Nahkämpfer. Ich will auch den Engi losschicken. Den einen da. Oh, zu viert. Naja, kriegen wir hin. Zum Glück bestehen wir nicht bloß aus 3 Zoltern. Noch sieht's ordentlich aus bei uns. Einer ist schon tot, der zweite auch gleich. Und dann wird's schon einfacher. Fast gestorben. Schade, hat sich wieder nicht gelohnt. Die beiden Punkte, na gut, 14 Schrott bei der einen Rettungsaktion, aber 4er Höllenschaden kann uns 3x4, 2x4 kosten. Naja. Gucken, ob ich die Krankenstation diesmal eher verbessern werde. Ein Laden. Ich brauche unbedingt noch eine Waffe. Raus, dann springen die wieder einmal dick.
selbst der Punkt ist mir jetzt zu riskant. Weil wir müssen hier einmal noch dick springen. Hier, dick, doppelter Sprung vom aktuellen. Der Ausgang liegt ja relativ, ja, gerade auf einer Linie mit uns. Das sollte ich nicht verpeilen. Wenn wir dahin springen, dann machen die noch zwei kleine. Zweimal klein und zweimal groß. Eins, zwei. Eins, zwei. Krieg mal hin. Könnten sogar den noch mitnehmen. Wenn wir hier sind, könnten wir immer noch sagen, direkt zum Ausgang oder eben zu diesem da. Ich will sehr gerne den Laden mitnehmen, aber das sind halt dann zwei dicke Sprünge. Außerhalb des Nebels. Nee. Ich nehme den Laden nicht mit und hoffe einfach auf genügend Geschenke dann im nächsten zivilen Sektor. Und der nächste Sektor, der ist auf jeden Fall zivil. Eins, zweimal klein. Das ist kein Nebel mehr, ein großer. Eins, zwei. Ja. Ein schwer beschädigtes Schiff der Föderation versteckt sich im Nebel bei diesem Signalpunkt. Bevor du Kontakt aufnehmen kannst, ist es im Nebel verschwunden. Versuchen, dem Schiff zu folgen, um ihnen zu helfen, könnte wieder einen doppelten Sprung der Rebellen bedeuten. Deine Position halten, es kommt alleine zurecht, oder? Teleporter, mit dem Teleporter ihre Biosignale erfassen oder Langstreckenscanner zusätzliche Energie in deine Sensoren leiten. Wir haben gar keine, um sie aufzuspüren. Das hatten wir letztens gemacht, ne? Ich glaube mit dem vorletzten Schiff. Da haben wir die im Nebel verschwundenen. Ich weiß jetzt nicht, ob freundlich oder feindlich. Ich glaube feindlich. Auf jeden Fall haben wir die gefunden, aber wir haben eben auch einen doppelten Sprung riskiert. Deswegen nehme ich jetzt mal den Langstreckenscanner. Mal gucken, ob das klar geht. Dein lokales Radar flackert, es zeigt immer wieder ein großes Objekt in den Wolken in der Nähe an. Es reicht jedoch aus, um Koordinaten zu erhalten und du findest das Schiff. Eine leere Hülle, die schon vor langer Zeit alles funktionierender Komponenten beraubt wurde. Aber wir nehmen noch 22 Schrott mit. War doch in Ordnung. So, da ist ein Schiff. Und Nebel stören unsere Sensoren, die wir gar nicht haben. Zweierschild, kein Raketenwerfer, zwei Waffen, ein kleiner Laser und Laserstrahl und ein Laser, der mindestens zweimal schießt, schätze ich. Rebellen. Das Schiff taucht ziemlich weit entfernt vom Signalpunkt auf. Klonstation und Drohnenstation. Du erkennst ein Rebellenschiff in der Nähe, das zweifelsohne dort auf dich wartet. Wir greifen auf jeden Fall an. Eine Angriffsdrohne. Okay, ich werde sicherheitshalber eine kleine Bombe auf, ich glaube auf die Klonstation schicken, denn wir wollen die nicht kaputt machen, wir wollen das Schiff ausrauben. Und damit das schnellstmöglich geht, werden wir die Klonstation zerstören. Jo. Wir können ja schon mal teleportieren. Ja, dann machen wir einen tot und dann setzen wir die kleine Bombe drauf, dann ist der Tote wirklich verloren, wenn sie keine DNA-Datenbank haben. So ein komplexes Spiel. Die Bombe soll treffen, also ab ins Cockpit. Rebellen heißt nur Menschen, das ist ein relativ einfacher Zweikampf. Die Gedankenkontrolle werde ich jetzt auch schon einsetzen. Dann kämpfen wir erstmal gegen einen weniger und vielleicht ein dritter Rebell wird sich erstmal um den kümmern. Kleine Bombe gleich bereit. Wo geht der hin? Ah, jetzt ist der hier. Ja, dann bekommen halt beide da Schaden, wenn wir treffen. Einer Schild noch. Kein Schild mehr, aber gleich wieder da. Die Drohne hat gerade gebritzelt. Bombe trifft, das ist sehr gut. Dann machen wir die jetzt alle klein. Das kriegen wir locker hin. Schnell rüber. Ah ne, wir passen da jetzt nicht alle rein, ne? Ja. Hey. Wir haben Schaden bekommen, naja, sei es drum. Da ist der Kampf gleich vorbei. So, wo ist der andere jetzt hin? Schon tot. Einmal Treibstoff, eine Rakete und 38 Schrott. Du hilfst ihm mal.
muss ich auch noch verbessern. Du musst das alleine können. Und er braucht noch viel, bis er reparieren kann. Dann lässt du ihm das komplett, damit er am ehesten noch einen Erfahrungssprung macht. Schrott. Klingt nicht schlecht. Hoffentlich sterben wir nicht gleich wieder. Beim letzten Schiff waren wir gerade gut ausgestattet und dann... hops. Tja. Ionensturm. Das heißt nochmal vorher Strom tanken, oder? Ein Asteroidenfeld. Wir könnten uns noch ein Dreierschild holen schnell. Dann hätte ich aber für einen möglichen Laden nichts im nächsten Sektor. Asteroidenfeld oder Ionensturm. Zweimal Strom brauchen wir irgendwann sowieso. Wie viel kostet der gerade? 30, ne? Noch 25. Okay. Heißt 50, heißt ein Kampf. Wir gewinnen wieder was, haben dann 100. Das reicht für eine Superwaffe, auch für eine ganz starke. Reparieren sollten wir uns aber auch noch. Sensoren und Superwaffe. Asteroidenfeld, Ausgang. Ich gehe jetzt erstmal in den Ionensturm, aber tank vor noch etwas Strom. Hoffentlich ist es jetzt kein Rebellenaufklärer im Ionensturm. Das wäre kacke. Aber der könnte ja auch hier sein. Wir hätten halt bloß die kleine Bombe und dann müssten wir mit dem Abwehrlaser ran. Einmal die Waffen verbessern. 65. Ich gehe auf Risiko und hoffe, dass es kein Aufklärer ist. Im Piratengebiet sollte man eigentlich aber mit einem Aufklärer mal rechnen. Wir hatten bisher noch gar keinen hier in diesem Sektor. Das geht bestimmt schief. Ehe wir zugrunde gehen. Wir bekommen durch den Kampf was. Haben mindestens 75 dann. Ja, mache ich so. Mir ist es doch zu riskant. Falls es jetzt ein Aufklärer ist. Okay, alle Systeme sind versorgt, außer die Abwehrdrohne. Aber da können wir abzwacken. Wenn das ein Aufklärer ist mit Raketen, ja, dann haben wir ja noch dreimal Strom über. Schöner Soundeffekt. Und du springst mitten in einen Plasmasturm hinein. In der Dunkelheit treiben einige kürzlich außer Gefecht gesetzte Schiffe, die immer wieder vom Licht der Blitze erhellt werden. Womöglich kommt gleich jemand angescheißert. Die Wracks gründlich nach Überlebenden und Ausrüstung durchsuchen oder kein Risiko eingehen und warten, um unversehrt fortzuspringen, das machen wir nicht. Was war gerade das für ein Geräusch? Ach so, Strom weg. Abwehrdrohne 1, noch eine. Unter all dem Schrott findest du einen verwertbaren Drohnenbauplan. Du beschließt, die Suche abzubrechen und bereitest dich mit einem Defund auf den Sprung vor. Also Abwehrdrohne 1 und 23 Schrott. Hat sich also gelohnt. Zwei dicke Sprünge, das schafft man nicht. Nee, wir gehen zum Ausgang. 1, 2... Wobei, 1, 2, das schaffen wir doch. Bam, bam, das klingt toll. Also eine Abwehrdrohne 1 werden wir noch verkaufen, das ist super. Und wir haben unser Waffensystem mal nebenbei aufgebessert. Und das ist ja nicht verkehrt, auf lange Sicht. Beim nächsten Mal sind die da und wir machen jetzt noch... Ach so, außerhalb des Nebels. Wir gehen zum Ausgang. Wobei, wenn wir hier sind, sind die erst da. Und wenn wir dann hier springen, wohin, hier hinspringen wollen, sind die erst da. Wir gehen rüber. Manchmal macht man sich's aber auch ganz schön kompliziert. Ein Piratenschiff mit keinem Raketenwerfer, mit Ionkram und mindestens zwei Schüssen, nehme ich an. Zweierschild. Aber wir können teleportieren. Die haben keine Krankenstation und keine Klonstation, aber Tarnung.
Die werden hoffentlich nicht abdampfen, es sind doch keine feigen Piraten, oder? Ein Piratenschiff hat in diesem Asteroidenfeld auf der Lauer gelegen, es nähert sich sofort, um anzugreifen. Weil abhauen und Leute mitnehmen von uns, das wäre blöd. Gut, dann tarnt euch halt. Lassen wir aus, Teleporter lassen wir so. Waffen können wir gerade eh nicht aufladen, aber wir können ja schon mal investieren. Ich hätte drüben doch einfach die Energie umleiten sollen. Jetzt habe ich wieder einen Hüllenschaden bekommen. Wir können ja gerade eh nichts machen. Außer ausweichen. Ihr macht das mal zu dritt. Die sind immer noch nicht da jetzt. Okay. Also, zwei Arbeiterrunden. Tja. Strom abziehen brauchen wir nicht. Rüber und rüber. Gucken, was für Piraten das sind. Oh, der Unkram auf dem Lernraum. Soll ich die Bombe mal einsetzen? Ich warte mal einen Schuss ab. Ja, Asteroiden können dann wieder was Blödes machen. Zumal, ach, ich schieße lieber eine Bombe. Bevor wir hier wirklich noch dick Schaden bekommen, weil Verteidigung weg und der schießt dann auf die Waffen mit seinen Waffen. Na, lieber eine kleine Bombe investieren. Das mache ich schon mal, bevor ich es verschlafe. Und seine Schilde im Auge behalten. Wir können ja einen Schuss abgeben, immerhin einen. Also, wir gehen ins Cockpit. Kämpfen dagegen zwei Menschen. Dann sagen wir hier, einer geht bitte raus. Abwehrlaser wäre bereit, aber die haben noch ein Zweierschild. Der kämpft gegen Waffen und ein Felis kommt an. Und der Gedankenkontrollierte wird beschädigt. Das sollten wir gleich gepackt haben. Einer tot, der Felis kriegt jetzt richtig aufs Dach und der ist ja auch gleich tot. Kontrolle setzt aus, aber das ist der letzte. Tschüss. Zwei Raketen in drunter und 37 Schrott hat sich doch gelohnt, auch wenn ich wieder durch Unaufmerksamkeit Hüllenschaden bekommen habe. Auch wenn getarnt drüber. Tarnung aus. Gut, 131 Schrott, das sieht sehr gut aus. Es muss halt auch wirklich bald ein Laden kommen oder wir investieren einfach irgendwo ins Schiff. Alle zurück an ihre Posten. Wir springen, bevor ein Schild nochmal angekratzt wird. 18 Treibstoff, wir haben echt ganz schön verloren. Du hast den Signalpunkt erreicht und du kommst im System an und siehst, wie ein Piratenschiff ein ziviles Schiff verfolgt. Du empfängst Nachrichten vom Zivilschiff auf einer Notfrequenz. Wir helfen und gehen hoffentlich nicht ein. Zweierschild. Ah, endlich mal wieder ein Raketenwerfer. Fährst deine Waffen hoch und greifst das Piratenschiff an. Gut, nicht verschlafen. Ah, so ein Schnellschießer. Dann machen wir dich aus und können eine Abwehrdrohne einsetzen, ohne den Antrieb zu verringern, ohne die Gedankenkontrolle zu deaktivieren und den Teleporter voll zu haben. Machen wir das so. Die haben keinen Teleporter, die haben keine Krankenstation. Das sollte relativ machbar sein. Die Rakete wird so oder so abgefangen, solange unsere Drohne nicht abgefangen wird. Wenn die abgefangen wird, muss ich sofort eine Bombe hinterher schicken. Da bin ich mal drauf gefasst. Rakete fliegt. Es wäre fies, wenn die Rakete die Abwehrdrohne treffen würde. Wir gehen in den Cockpit. Die kleine Bombe wäre bereit. Du dampfst bitte ab. Vielleicht jetzt schon die Gedankenkontrolle verbessern sollen. Hätten wir jetzt schon nutzen können. Rakete abgefangen. Der schießt zweimal. Der schießt zum Glück eher. Die beiden sind gleich tot. Dann ist ja bloß nur noch der Gedankenkontrollierte da. Also wieder ein Zoltan. Habe ich wieder zu spät gesehen, aber hätte nichts anders machen können. Hector bekommt wieder am meisten ab. Aber einmal Treibstoff und drunter und 36 Schrott bekommen. Zivilschiff rufen und nochmal.
Eine Nachricht. Die Crew scheint den Angriff nicht überlebt zu haben. Das ist blöd. Du nimmst dir aus den Überresten des Schiffs, was du gebrauchen kannst. Und zwar einmal Treibstoffen drunter und 15 Schrott. Jetzt sind wir reich. Und in der nächsten Folge wird das hoffentlich alles ausgegeben. Bin gespannt, wie das im nächsten Sektor wird. Im nächsten Sektor, in der nächsten Folge. Und bis dahin, macht's gut. Und tschüss.